nächstes hier oben Fuad Abu Samir, der über seine Geschichte berichtet, mit seinen Erfahrungen und seine Erfahrung mit Deutschland vor allem. Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich möchte mich liebe Berlinerinnen und Berliner, ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr heute gekommen seid, um eure Unterstützung zu zeigen. Ich bin Fuad. Ich bin innerhalb von 4 Monaten aus Damaskus nach Berlin gekommen. Seit 2 Monaten habe ich Schutz in Deutschland gesucht. Ja. Wir sind Menschen. Wir haben unser Leben normal durchgeführt, bis der Zeitpunkt gekommen ist, in dem wir Zuflucht suchen mussten. Selbst in unseren gewaltsamsten Albträumen haben wir mit der Flucht nicht gerechnet. Geflüchtete sind keine Zahlen. Geflüchtete sind leider immer mit Vorurteilen behaftet. Wir geflüchteten Menschen haben vieles erlebt. Wir sollten immer daran denken, wie verzweifelt muss man sein, um sein Hab und Gut und sein ganzes Leben in einem Rucksack zu packen und zu fliehen. Der Fluchtweg. Okay. Der Fluchtweg ist mit der normalen menschlichen Erfahrung kaum vergleichbar. Man ist psychisch und körperlich am Ende. Auf dem Fluchtweg fühlten wir uns zeitweise wie Tiere, die in die Ungewissheit geführt werden. Man vertraut sein Leben jemandem an, dem man zum ersten oder zweiten Mal begegnet ist. Fast alle von uns sind über das Meer gekommen. Ich glaube, diese Stufe, wenn man sie so beschreiben kann, ist die leichteste Stufe. Man denkt, dass seine Schmerzen ein Ende haben werden, wenn man ankommt. Aber kaum kommt man an, begegnen einem unendlich viele Hürden. Wir sind voller Hoffnung, haben viele Träume und haben vor allem Zuflucht gesucht, um Ruhe vor dem Krieg in unserer Zuhause zu finden. Einige von uns fragen sich, ob im Lager so Chaos herrscht. Aber viele von uns fragen sich, ob es gewollt ist, dass Chaos am Lagiso auf Kosten der Menschenwürde herrscht. Liebe Helferinnen und Helfer, in Medien wird ständig berichtet, dass alle an der Grenze ihrer Belastbarkeit seien. Wenn ihr euch fragt, ob man einige durchsetzbare Maßnahmen am Lagiso anwenden kann, um die Situation zu verbessern, dann muss ich Ihnen sagen, ja, vorausgesetzt, der Wille dazu ist vorhanden. In den Medien wird ständig über die Flüchtlingswelle und die Privatinitiativen berichtet. Einige meinten, dass die Hilfsbereitschaft massenhaft seitens der mittleren Schicht überwiegend ist. Als betroffener Mensch, der das mitbekommt und sprachlich verstehen kann, kann ich sagen, ich kenne Menschen mit verschiedenen Sozial- und Bildungshintergründen. Ich kenne Akademiker, ich kenne Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte, ich kenne Beamte, ich kenne Leute, die hart arbeiten und am Ende des Monats kaum über die Runde kommen. Ich kenne Menschen, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssen. Und ich kenne ehemalige Flüchtlinge, die ihre Freizeit, ihre Wohnungen und sogar ihre Mahlzeiten zur Verfügung stellen und teilen. Hilfsbereitschaft ist überall. Dank diesem Engagement habe ich tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ich bewundere jeden, der sich engagiert. Ich bewundere jeden, der einen normalen Arbeitstag von 8 Stunden oder mehr hat und danach seine freie Zeit investiert. Ich bewundere die Menschen, die Sammelaktionen organisieren, obwohl sie sehr belastet sind. Eine tolle Initiative, die Tee vor dem Lagiso heißt, verteilt jede Nacht Tee ab 21 Uhr. Ich bin fast jede Nacht mit meiner sprachenden Partnerin dabei. Dort versuchen wir, ein kleines bisschen Wärme an die Frierenden zu geben und manchen sogar die Möglichkeit zu geben, in einer größeren Privatnotunterkunft zu schlafen. Dort
machen wir dann auch häufig Nachtschichten. Ich hatte glücklicherweise schon vor vielen Jahren den Willen, Deutsch zu lernen, sodass ich auch häufig als Übersetzer benötigt werde. Es macht mir Spaß und es ist für mich eine Aufgabe in der Zeit, in der ich auf meine Anerkennung warten muss. Warten kann anstrengend sein. Das musste ich erst gestern wieder erfahren, als ich mich in den frühen Morgenstunden vor dem Lageso angestellt habe, weil meine Kostenübernahme von meinem Hotel auslief. Ich kam leider nicht dran, sondern habe vergebens 9 Stunden im Regen gewartet, wie auch viele andere. Wir sollten uns in Käfigen anstellen, Massentierhaltung in Käfigen in Berlin Ende Oktober im Regen. Danach bin ich zu meinem Hotel gefahren und habe meine Sachen abholen müssen. Eine Überbrückung bis Montag wurde mir natürlich vom Hotel nicht gewährt. Mein Gepäck wurde abgeräumt. Es hieß am Hotel, wir sind kein Gepäcksaufbewahrungsdienst. Ich wollte meine Sachen vor 2 Stunden dort lassen, bis ich eine Schlafmöglichkeit finde. Ich bin danach gerade obdachlos. Trotzdem bin ich glücklich, voller Hoffnung, dass alles wieder bald besser sein wird. Herr Chaya sagt, ab Donnerstag wird alles besser. Also gestern am Freitag war dies noch nicht so. Es war ein schlimmer Tag für mich. Ich bin dann auch nicht zum Lageso Tief verteilen gewesen, denn ich hätte keine Wärme schenken können. Ich mag diesen Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich mag diesen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Deshalb mag ich auch die Wände vom U-Bahnhof Westhafen. Die Sprüche an den Wänden dort kennen die Menschlichkeit ohne Grenzen, den Schutz, dem jedem zusteht und die Sicherheit, die jeder verdient. Leider wurde meine und unsere Würde in den letzten Wochen sehr oft angetastet. Ich hoffe, dass wir Helfer und Geflüchtete noch sehr lange durchhalten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Davor sollten wir gemeinsam kämpfen, denn wir sind alle Menschen und haben also dieselbe Ziel. Vielen Dank. Bleibe recht, überall!